Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge und oh, Rückenschmerzen. Ja, die Arme, die befindet sich jetzt. Wo befinden wir uns denn? Im dritten Trimester schon. Oh ja, das ist auf jeden Fall gut. Dann sollten wir auf jeden Fall mal langsam jetzt hier jemanden altern lassen und zwar diesen jungen Kerl hier. Mehr Auswahl, älter werden, genau. Das machen wir mal eben, denn dann haben wir noch ein Kind und dann kann das nächste Baby auch schon kommen und da es ja schon fast so gut wie unterwegs ist, sag ich mal. Im dritten Trimester, sie ist auch schon tierisch dick, dass es dann jetzt bald so weit ist. Lassen wir die jetzt altern und dann ist gut. Was macht ihr eigentlich? Ach so, ihr müffelt so vor euch hin. Ja, ich würde sagen, kommt doch einfach mal nach Hause, Kinders. Ihr habt genug getan für euer Geld. Das finde ich sehr toll, dass ihr immer so fleißig seid. So, geh mal duschen. Und du kannst mal hier so ein Plätzchen nehmen und dann kannst du mal hochgehen und hier auch duschen. Warum kann ich nicht mehr in den Baumodus? Wenn ein Sim altert. Ah, okay. Dann geh mal hoch und dann gucken wir mal, dass wir den jetzt mal altern lassen. Wie heißt der eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. Natürlich, Luca. Natürlich. Habe ich natürlich nicht vergessen. Und? Und? Ey, der kommt schon wieder nach dem Papa. Warum? Machen wir einfach mal Senkrechtstarter und er ist ein Geek. So, haben wir das auch? Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal genau so, oder? Ich weiß es nicht. So, und jetzt musst du Pipi, dann geh mal schnell und dann kannst du eigentlich ins Bettchen gehen, denn du bist schon wieder ziemlich müde. So, und dann haben wir jetzt endlich auch einen Jungen hier bei uns. Dann brauchen wir eigentlich noch ein zweites Bett, ne? Wir haben 1300, also ein Bett könnten wir uns leisten. Wir schieben die mal eben so. Und dann holen wir uns noch ein Bett dazu. Und zwar dieses. In Blau. Sehr schön. Oh, mit Schmetterlingen sogar. So, und hier kommen dann die Babys rein, habe ich mir so überlegt. Da machen wir dann den Babyraum hin. Können wir die Wiege mal reinstellen. So. Perfekt. Und er setzt sich heute schon direkt hin und spielt. Aber da du so bester Laune bist, Junge, kannst du dich direkt an unsere harten Maßnahmen hier gewöhnen und schon mal ein bisschen arbeiten gehen. Denn einer muss ja Geld verdienen. Und das seid leider in dem Fall die Kinder. Also ihr. Viel Spaß. Tschüss. So. Du bist dir die Hände am Waschen und dann gehst du auch ins Bett. Und wo hängst du rum? Ach, du haust hier hinten einen Burger rein. Ja, sehr gut. Musst du noch deine Hausaufgaben machen? Gucken wir mal eben. Ja, dann mach das mal. Du hast nämlich gute Laune gerade. Und dann verkaufe ich mal den restlich der Fische. Den Rest der Fische. Mein Gott, du hast aber heute wieder viel, viel eingebracht, mein Kind. Du weißt ja, ne? Dann darfst du heute drinnen schlafen und der Rest, der muss raus. Nein, natürlich nicht, war ja nur ein Spaß. So. Ihr sagt immer alle, ich bin Sklaventreiber, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich behandle doch alle Kinder total gut. Muss schon selber lachen. So, Hausaufgaben machen, Mentalfähigkeit erworben. Wunderbar. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mal einen neuen Vater irgendwie am Start kriegen. Ich muss noch mal den Stammbaum sehen. Da ist es Travis von den beiden. Da bist du, der Bärtige, der noch ein Kind hat. Und da bist du. Okay, dann müssen wir mal eben gucken, mit wem sind wir denn hier noch so dicke. Mit dem haben wir noch keins, ne? Und mit dem haben wir auch keins, ne? Dann würde ich sagen, ist der der Nächste. Karriere Hausmann. Ist klar, ist klar. Oh, scheiße, ich habe mir schon wieder den Timer nicht gestellt. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Minuten wir schon dran sind. Das ist natürlich ein Problem. Moment, das muss ich mal eben machen. So. Starten. So, Mutti ist am Schlafen. Der Rest ist noch wach und geht sich jetzt ein Plätzchen oder irgendwie sowas essen, ne? Ich weiß gar nicht, was soll das eigentlich sein? Zuckerkekse. Hört sich sehr gesund an, auf jeden Fall. Hört sich an, als ob es gut für die Zähne wäre. So, dann ess mal. Yum, 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 yum. Sehr lecker, sehr lecker. Oh. Liest du ein Buch etwa? Einfach so? Mein Gott, Kind, was bist du gebildet? Geh mal bitte pinkeln und hör auf, dich zu bilden. Und dann gehst du bitte hochschlafen. Ich will keine gebildeten Kinder. Es muss aufhören. So, du bist am Angeln, sehr schön. Du gehst jetzt gleich im Bett und du machst eben deine Hausaufgaben. Dann mache ich mal ein bisschen auf schnell. Und du hast deine Hausaufgaben schon gemacht. Dann kannst du ja jetzt auch ins Bett gehen. Dann geh mal in dein Bett. Und dann kannst du rein theoretisch auch mal ins Bett gehen. Genau, dann drücken wir das mal weg.
Und wenn du fertig bist, gehst du bitte auch ins Bettchen. Einmal dahin, bitte. So, langsam wird's voll, wie ihr seht. Also, jetzt sollte bald schon mal der erste vielleicht zum Teenager werden, oder die ersten beiden oder drei, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sie zum Teenager, weil sie war ja die allererste. Und dann schauen wir mal, dass die Zwillinge danach zum Teenager werden. Und dann müssen die auch bald schon ausziehen. Also, denn es wird sehr eng langsam. Oh, da muss jemand dringend aufs Klo. Dann geh schnell. Und dann kannst du runtergehen und kannst mal was Leckeres kochen. Und zwar Grillkäse. Bitte. Einmal den guten Grillkäse. Den essen doch alle gern. Zack. Was kann ich mir eigentlich unter Grillkäse vorstellen? Ist das sowas wie Roger, der Ofenkäse? Oder was ist es? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber sehr gerne wissen. So, und dann kannst du mal eigentlich hier weitermalen. Und dabei kannst du ein bisschen Musik hören eigentlich. Zuhören, Pop. So. Dann mach mal hin, bitte. Wann kommt denn das Kind? Sie ist doch jetzt schon im dritten Trimester, oder nicht? Wir werden es erleben. Ih, was ist das denn? Der Teller sieht ja schon voll gammelig aus. Ist auch nur okay. Ja, sogar sie sagt so, ekelhaft. Will ich nicht essen. Aber guck mal, warum sieht denn der Teller so siffig aus? Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Das Essen ist schlechter Qualität und deswegen muss der Teller dann auch schlechter Qualität sein, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, sehr schön. Und dann kannst du mal hier die Theke säubern, wenn du da mit allem dann fertig bist. Und du kommst auch zum Essen und möchtest gerne Zuckerkekse essen, weil du diese Grillkäse-Dinger nicht essen kannst. Kann ich auch voll nachvollziehen. Das sieht nämlich voll eklig aus. Sollte sie jetzt nicht. Na komm, dann tanz erstmal. Vielleicht bringt das auch die Venen in Schwung. So, du kannst auch mal was essen. Sobald das Essen wieder dahin gezaubert ist. Genau. Dann nimm dir mal ein Gericht und dann kannst du dich vor den Fernseher wieder hauen. Wo ist der Kinderkanal? Kann ich jetzt nicht einfach zuschauen? Aktuellen Kanal schauen. Da, genau. Dann setzt du dich mal wieder vor den Fernseher. Was ist mit dir? Du musst auch mal was essen. Dann ess du bitte auch was. Und dann kannst du hier unten auf Klo gehen. Dass die Kinder es nicht sauber machen können, das finde ich eine Unverschämtheit. So, tanzen, 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 damit die Laune schnell besser wird. So, und dann kannst du mal eben hier säubern, bitte, Penny. Es wäre ganz nett, wenn du das eben machen könntest. Und dann kannst du hier mal dein Pop-Art-Gemälde weitermalen. Weiß gar nicht, kann man da nebenbei so Fernsehen gucken oder geht das nicht? Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Maya kann jetzt am Computer SimTV schauen. Toll! SimTV. Ist ja wahrscheinlich sowas wie Netflix. So, mal bitte, denn wir brauchen die Kohle. Zwar haben wir noch 1000, aber ich glaube, wenn die Rechnung kommt, können wir es wieder nicht bezahlen. Oh, da waren wir ja tatsächlich, das ist sehr gut. 800 kriegen wir mittlerweile, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt muss ich schon wieder pinkeln. Das ist unfassbar, wie oft diese Frau pinkeln muss, ne? Ich verkaufe jetzt mal eben noch. 171 haben wir dafür gekriegt. Das ist ja schon mal was. Das ist ja gut. So, und dann würde ich sagen, schreiben wir einfach nochmal ein Buch. Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Buch? Nee, wir haben kein Buch mehr. Dann machen wir mal ein neues Sachbuch. Und ich habe ja wieder ganz viele Bücher hier, die ihr mir geschrieben habt. Da muss ich mal eben gucken. Und zwar habe ich hier. Fand ich eine gute Idee. Passt auf. Ich glaube, das war eher als Scherz gemeint, aber ich fand es irgendwie cool. Oh. Wie man 100 Männer ins Bett kriegt. Und zwar hat mir das vorgeschlagen, die Lissy Kinzel. Moment. Lissy Kinzel. Ich hoffe, das war richtig so. Und das schreiben wir jetzt einfach mal, denn das fand ich irgendwie eine lustige Idee. Fand ich eine sehr gute Idee. Denn wenn es einer wissen muss, dann ist es auf jeden Fall die gute Penny, denn die hat so ihre Erfahrung mit den Männern hier gemacht.
Und die kennt sich aus im Männerbusiness. So, guck mal, das Kind. Ne, das Kind, das ist doch jetzt schon wieder ein Lieblingskind. Hi, Travis. Na, was geht? Willst deine Kinder mal sehen? Die kennen die schon gar nicht mehr. Aber die sind nur noch am Arbeiten. Aber ein bisschen Unterhalt könntest du zahlen, wenn du schon mal hier bist. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Die Kinder haben Spaß, das ist schon mal schön. Können ja auch mal Spaß haben. Ach, heute ist Samstag, ist ja herrlich. Hör mal, da können die Kinder den ganzen Tag arbeiten. Kommt, Kinders. Kommt mal bitte mit. Hier muss geangelt werden. Und für dich gilt dasselbe. Angeln. Du kannst auch mal angeln. Und du kannst mal eben gucken, ob hier... Ja, guck mal, hier sind schon wieder Sachen zum Graben. Das ist sehr schön. Dann kannst du das hier nämlich mal eben ausgraben. Pilzgewächs ansehen. Nee, das wollen wir nicht. Und hier hinten, wo sind die Frösche? Ach, die Frösche sind auch nicht da. Okay, dann kannst du danach auch angeln gehen. Bitte. So, und so habe ich die Kinder auch wieder ans Arbeiten gekriegt. Herrlich. So, und dann machen wir mal ein bisschen schneller, denn es haben ja bis jetzt eigentlich alle gute Laune. Ein Saphir Oh, die Wehen haben eingesetzt. Penny platzt vor Freude. Ja, wir gehen ins Krankenhaus. Und wir gehen mitmachen. Und wir nehmen keinen mit. Und los geht's, ab ins Krankenhaus. Und mal wieder kriegen wir ein Kind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt wieder ein Junge oder ein Mädchen wird. Oder vielleicht sogar Zwillinge. Oder Drillinge. Das wäre natürlich super. Aber das ist natürlich immer etwas schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es jetzt erstmal ganz normal ein Kind wird. Aber es wäre natürlich toll, wenn es mal Zwillinge wären. Und dann sollten wir echt mal darauf sparen, dass wir langsam mal dieses Merkmal da bekommen. Ich glaube, da haben wir immer noch bei weitem nicht genug. 1500, also 3000 brauchen wir. Also wir haben die Hälfte geschafft. Das ist ja schon mal etwas wenigstens. Ja, hallo, guter Mann. Wir sind hochschwanger und wir würden jetzt gerne entbinden. Das wäre gut, wenn Sie uns jetzt eben durchlassen würden. Sehen Sie das? Mein Riesenbauch. Ach, guck mal. Machst du denn hier, Moritz? Bist du krank? Oder regst du dich einfach nur auf? Und plötzlich gerät er voll in Panik. Geil, der Typ, ey. Was ist jetzt hier, Junge? Können wir jetzt mal durch? Es ist echt dringend. Ah ja, jetzt geht's. Sehr gut. Jetzt müsste unsere Laune eigentlich auch wieder sehr gut voll aufgepusht sein. Und dann geht's auf zum nächsten Baby. So schnell geht's, Leute. So schnell geht's. Oh. Und da kommt auch schon wieder das nächste Kind. Das ist unfassbar. Sie ist schon voll entspannt, so, weißt du, weil sie kennt das ja so. Das ist schon nichts Neues mehr für sie. Es langweilt sie schon immer etwas. Muss sie wirklich ganz klar sagen. Wird hier nichts mehr an den Geräten gemacht? Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit den Geräten und mit dem Mixer bearbeitet werden. Das finde ich immer sehr angenehm. Oder hängen wir jetzt einfach nur so da? Oder haben wir uns auf dem Schwangerschaftstisch festgebackt? Das wäre natürlich auch sehr interessant. Ah, da. Es ist ein Junge. Sehr schön. Ein Junge. Und dann gucke ich jetzt mal nochmal in mein Büchlein, was ihr mir so für Namen aufgeschrieben habt. Ich hatte nämlich auch schon ein paar durchgestrichen. Wir nehmen... Das finde ich eigentlich ganz süß. Wir nehmen mal Mike und der Name ist von der Mira, also danke dafür. So, ey, zu viel zu schnell. So, Glückwunsch, Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet, sehr schön. Okay, dann können wir jetzt gehen. Haut rein, ne, bis nächstes Mal, bis nächste Woche. Mittlerweile können wir ja wirklich so reden, das ist echt krass. Stell mal vor, wir wären auch so innerhalb von 3 Tagen so, hätten wir Kind, würden wir das Kind schon gebären. Also wir wären nicht 9 Monate schwanger, sondern 3 Tage oder so. Oder 4 Tage. Dann wäre es echt krass, wenn man so viele Kinder hintereinander kriegen würde. Dann würden sich die Leute... Mein Gott, voll die Kinderschar. So. Kinder, ich bitte euch. Geht bitte wieder an die Arbeit. Was soll das denn? Ihr braucht euch nicht hier über euer Geschwisterkind freuen. Das wird sowieso bald ausziehen. So, Kind ist jetzt hier drin, ne? Ja, sehr schön. Gut, dann können wir weiterschreiben und der Rest von euch, der kann weiter arbeiten, bitte.
Angeln gehen. Und herrlich, bald können wir nochmal angeln gehen sagen. Guck mal, da läuft auch ein Vater. Ach, herrlich. Hier laufen mittlerweile nur noch Väter rum. Und da kommen die ganzen Kinder. Hallo, Papa. So. Das machen wir mal ein bisschen schneller. Und dann haben wir gleich sogar noch den Fähigkeitenpunkt erreicht. Das ist ja herrlich, hör mal. Es läuft wie geschnitten Brot. Fähigkeit 8. Oh, Level Fähigkeit 8. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, da kriegt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Kohle raus, glaube ich. So. Und dann, oh, wir müssen ja wieder schwanger werden, ne? Das sollten wir am besten jetzt mal eben machen. Wir rufen mal eben hier den Typ hier an, den hier, genau. Einladen hier abzuhängen. Machen wir mal eben schnell, damit er mal eben schnell vorbeikommen kann. Das wäre nämlich ganz toll. Moritz brauchen wir gleich da drin, herrlich. Wo bleibt Moritz? Da kommt eine muffelige Frau, Lena Müller. Was ist das für ein Kind? Alexa Braun, ist ein Mädchen? Sieht aus wie ein Kerl. Ach, da ist er ja. Ach, du bist traurig. Das können wir ändern, mein Freund. Komm mal ran. Komm mal ran. Doch kein Problem. Wir machen dir wieder gute Laune. Innerhalb von Sekunden und dann kannst du wieder gehen. So, ein Kuss hauchen machen wir mal. Hauptsache in diesem sexy Dress. Ammerspruch machen wir auch mal. Und dann machen wir mal Baby machen. Ja, sehr sexy auf jeden Fall. In so einem Entendress hier den jungen Mann hier anbaggern. Ist auf jeden Fall sehr interessant. So, dann komm mal bitte mit hoch. Wir haben da was vor. Oder, obwohl, war das der Vater von dem? Oh Leute, ich komme schon gar nicht mehr klar. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem welcher der Vater ist. Tatsächlich, der war der Vater von dem. Okay, machen wir mal eine kleine Ausnahme und machen wir mal zweimal den gleichen Vater. Und dann müssen wir uns zur nächsten Babyfolge auf jeden Fall jemand anders suchen. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob sie jetzt wieder direkt schwanger ist. Dann ist sie nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal in Folge schwanger geworden. Oh, Schwangerschaftstest machen und dann müssen wir mal schnell zum Baby. Ich höre es nämlich gerade schreien. Ah, der kümmert sich sehr gut. Und? Was? Sie ist nicht schwanger geworden? Junge, was ist nur los mit dir? Alter Schlappschwanz. Baby machen. So, komm. Jetzt nochmal. Komm. Wir haben keine Zeit. Komm, schnell. Beeil dich. Mach es mir. Schnell. Streng dich gefälligst mal diesmal ein bisschen an. Ich komme mir immer so schlecht vor, wenn ich den Leuten dabei zugucke. So, Schwangerschaftstest machen. So. Und. Jetzt hat sie sich auf Klo festgebackt. Ey, schon wieder nicht? Moa. Ich will jetzt aber. Techtelmechtel-Marathon. Muss man ja wirklich so sagen. Voll der Techtelmechtel-Marathon hier, ey. Oh Mann, der arme Typ. Der denkt sich wahrscheinlich auch nur, was will sie nur von mir? Will sie wirklich nur meinen Samen oder bin ich hier auch irgendwas wert? Mein Gott, wow, jetzt ging's aber los. Also wenn es jetzt nichts geworden ist, dann weiß ich es nicht. So, und dann müssen wir uns echt mal ums Kind kümmern hier, an die Brust nehmen und sowas. Du sollst nicht spülen, du sollst einen scheiß Schwangerschaftstest machen. Juhu! So. Es wurde auch Zeit, Junge. Jetzt kannst du endlich nach Hause gehen. So, kann mal jemand hier vom Kind weggehen? Ich müsste mal hier die Brust geben. Und schmutzige Windeln wechseln sich gerade. Das arme Kind wird voll vernachlässigt, weil die Mutter die ganze Zeit im Bett liegt mit dem Kerl. Machen wir mal reden und liebkosen. Ich bin mal so nett. Ich
kümmere mich mal ein bisschen. So, und dann machen wir mal hier säubern und dann können wir das auch direkt reparieren, wenn ich das hier schon wieder sehe, wie die Kinder hier wieder alles kaputt machen und nichts reinbringen. Aber ich mag meine Kinder. Ich habe sie wirklich sehr lieb. Ich bin froh, dass ich diese Kinder habe. Oh Mann, ich bin so gemein. So, und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie immer. Und wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hier im siffigen Badezimmer lasse ich euch jetzt mit diesem wunderschönen, sauberen Anblick allein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentare könnt ihr mir gerne schreiben. Namensvorschläge und sowas sind immer noch erwünscht. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich sag Tschüssi.